darf ich Herrn Grossenbacher vom Bundesamt für Statistik bitten. Das sind die Profis von Daten schon seit eh und je und sind gespannt, was das Bundesamt für Statistik zum Thema Open Government Data berichten kann. Danke. Ich möchte eigentlich kurz zwei Aspekte dieses Themas beleuchten, mein kurzer Referat. Das eine, wo stehen wir mit den öffentlichen Statistikdaten im Rahmen des Open Data Konzeptes, und auf der anderen Seite, was sind die Herausforderungen, was sind die Probleme, was sind die Perspektiven, die mit diesen Daten auch im Bereich der Statistik zusammenhängen. Vielleicht zuerst, wo ist die Statistik im Rahmen der Open Data situiert? Ich glaube, man kann sagen, dass die öffentliche Statistik, die hat Daten als ihr Geschäft und Daten, Open Data sozusagen im Blut. Das Bundesstatistikgesetz von 1992, das jenes von 1873 ersetzt, dazwischen gab es keines, sagt ganz klar, dass die statistischen Ergebnisse veröffentlicht werden müssen, benutzergerecht und für in allen Ansprachen. Was heißt das? Es sind tatsächlich große Mengen an Daten heute verfügbar. Nur ein kleiner Überblick von links oben nach rechts unten. Der Haupteinstieg ist natürlich die Webseite www.statistik.ch. Mehr als 50.000 Seiten in mehreren Sprachen. Daneben auch tausende von Publikationen, die man als PDF herunterladen kann. Man kann sie auch bestellen und bezahlen, aber man kann sie eben als PDF selbst herunterladen und benutzen. Ein Kernstück, das ist das statistische Lexikon, rund 80.000 Tabellen, Excel, PDF, mehrere Formate, die ebenfalls heruntergeladen werden können. Seit rund einem Jahr bieten wir auch sogenannte Cubes an. Das ist ein Programm, das wir zusammen mit den Kollegen in den nordischen Ländern, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark gemacht haben. Da können rund 200 Cubes runtergeladen werden, respektive aus diesen Cubes interaktiv Tabellen erstellt werden. Also virtuell sind dort Millionen von Tabellen hinter diesen Cubes. Im Bereich der Visualisierung gibt es den Statistikatlas. Man kann bis auf Gemeindestufe navigieren und die Daten auch herunterladen. Desgleichen im Geodatenbereich. Die Arealstatistik ist auf dem Portal von SwissTopo verfügbar. Aber nicht zu vergessen, es gibt auch Mikrodaten für die Forschung, die unter Datenschutzverträgen abgegeben werden, und alle historischen Daten seit 1850, die Volkszählungen und noch viel mehr. Soviel zum Angebot. Ich möchte jetzt kurz im Stil eines rasenden Referenten kurz sieben Perspektiven kurz beleuchten, die uns beschäftigen in diesem Zusammenhang. Die Lizenz zum Nutzen. Es ist selbstverständlich, dass Daten, wenn sie nicht frei lizenziert sind, nicht genutzt werden können. Das ist ebenfalls geregelt im Bundesstatistikgesetz, das festhält, dass wer die Daten mit Quellenhinweis publiziert, dass er sie auch nutzen darf, urheberrechtlich frei. Es genügt allerdings nicht, weil es reicht ja nicht, wenn man das nur in einem Land hat. Es braucht eine globale Lizenzierung von Daten. Und hier, ich denke, haben wir eine Perspektive oder eine Herausforderung. Es gibt eine Lösung, Creative Commons. Die australischen Kollegen haben das zum Beispiel ganz explizit auf ihrer Webseite so deklariert. Über diese Lizenzbestimmung können die Daten bezogen werden. Open Data sind nicht einfach frei, wenn sie nicht in entsprechenden Formaten vorliegen. Wir haben viel gehört von maschinenlesbaren Perspektiven. Im statistischen Lexikon sind Excel, die sind maschinenlesbar, aber ich würde einen weiteren Begriff von Maschinenlesbarkeit hier auch meinen, dass nämlich eine Maschine direkt auf die Datenbank geht und die Daten auch dort findet. Und da sind die Perspektiven natürlich Web Services, APIs und die Linked Data, die im ersten Referat auch erwähnt wurden, diese Standard, eine URI auf eine Datei mit den entsprechenden Metadaten. Es geht nicht nur um das Verwenden, es geht auch um das Finden. Und ich denke, da sind alle diese Websites, die Open Data anbieten, die sind relativ gut intern erschlossen. Aber alle Open Data in einem Land oder weltweit zu finden, da haben wir andere Probleme. Der Kataloge ist einigermaßen lückenhaft. Wenn man die Schweiz anschaut, ich habe keinen gefunden.
Wo ist dieser Single Point of Access to the Open Data? Und zudem sind Kataloge ein ziemlich, ja, nicht sehr zukunftsweisendes Mittel, um Daten zu finden. Es gibt andere Wege, die brauchen aber bestimmte Voraussetzungen, nämlich dass die Daten selbst strukturiert sind. Erst wenn eine bessere Struktur in den Daten selbst sind, wenn sie semantisch erschlossen sind, dann sind sie auch, wie einige sagen, wirklich befreit. Und das ist wirklich auch noch eine Perspektive, eine Herausforderung, die nicht ganz einfach zu erfüllen ist. Es gibt diese 5-Star-Qualifizierung, da lädt das W3C und Berners-Lee laden hier zum Tee. Und der ist noch lange nicht ausgetrunken. Sind die Daten gefunden, kommt etwas anderes auf uns zu, sie müssen auch verstanden werden. Und da sind Metadaten natürlich von zentraler Bedeutung. Im Statistikportal bieten wir Definitionen, Nomenklaturen, auch in maschinenlesbarer Form an. Und hier ist, und das ist eine große, denke ich, eine große Entwicklung auch in der internationalen Statistik, gibt es ein Austauschformat SDMX, das geregelt ist und über das die einzelnen Statistikstellen Daten austauschen können, auch mit der Öffentlichkeit. Hier gibt es eine Perspektive eben von SDMX, das ist XML, zum semantischen Web, zu RTF oder welche andere semantische Beschreibung denn gewählt wird. Google, Yahoo und Bing sind ja einen Schritt gegangen, kürzlich Anfangs Juni, haben ein neues Format, schema.org, kreiert. Es ist viel Bewegung dort drin, ich denke, da sind wir noch nicht am Ende der Fallenstellen. Metadaten sind gut, wenn sie maschinenlesbar sind, das ist klar, aber ich denke, Unterstützung beim Verstehen ist ebenfalls wichtig. Statistik Schweiz bietet hier Hilfen, Auskunftspersonen. Jede Datei, die runtergeladen wird, hat auch einen Hinweis auf eine Auskunftsstelle, die weiterhelfen kann. Das wird genutzt. Wir sehen hier zum Beispiel einen Artikel aus dem Tagesanzeiger, wo der Journalist am Schluss auch dankt, dass er diese Unterstützung gekriegt hat. Das heißt, Open Data, da gibt es eine gewisse Verantwortung der Datenlieferanten, dass sie und auch besonders in Zeiten des Datenjournalismus hier Unterstützung bieten. Auskunft, Statistical Literacy fördern. Datenjournalismus, da muss ich nicht viel sagen, das ist eine spannende Sache, die kommt. Storytelling im Statistikbereich, das ist wirklich top. Aber wenn wir dann Qualitätsmängel feststellen, dann müssen wir auch intervenieren können. Und das ist eine Praxis, die geübt wird, also wenn das festgestellt wird, dann gibt es eine Möglichkeit, dass wir das auch in unserem Statistikportal signalisieren. Achtung, hier wurde ein Fehler gemacht, das ist nicht unser Bier, Qualität ist wichtig. Voilà, der letzte Punkt, vielleicht der spannendste. Ich würde sagen, das ist sozusagen die Birkenmüsli-Perspektive, wo Daten von Open Data zusammengeführt werden zu neuen Applikationen. Es gibt prominente Statements dazu, ich sage nicht mehr. Unsere Erfahrung ist, Kooperation braucht es dazu. Es ist keine Einbahnstraße. Es gibt Beispiele, wo Zusammenarbeiten gemacht wurden. Und es gibt natürlich auch die Perspektive, dass solche Open Data, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, rechtlich, syntaktisch, semantisch, dass man dann wirklich viel Innovatives, viel Neues bringen kann. Letztlich auch etwas, das uns unterstützt bei unserem Auftrag, die Informationen zu verbreiten und Wissen zu schaffen. Fazit nach diesen 7 kurzen Statements. Open Government hat, Data hat noch viel zu tun, nicht nur in der Schweiz, sind noch nicht alle Türen offen, aber ich denke, es ist eine spannende Sache. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Grossenbacher. Thank you.